So, das ist die Maya Scherbeneismaschine, also komplett umgebaut. Vorher war das eine große Edelstahlmaschine. Das war aber alles zu unhandlich, das konnte man nicht bewegen. Also habe ich jetzt hier einen neuen Rahmen gemacht. Es hat 4 Rollen bekommen. Unten ist immer noch der originale Bitzer Typ 1 Satz drin. Das Einzige, was geändert wurde, das ist kein 550 Watt Drehstrommotor mehr drin, sondern jetzt ein 750 Watt Einphasenmotor. Dann wurde hier noch ein Hochdruckschalter nachgerüstet mit manuellem Reset. Einfach der Sicherheit wegen. Das war früher noch nicht so. Hier unten das Typenschild. Na, das stellt jetzt nicht scharf. Das ist auf jeden Fall Baujahr 79. Dann hier Trockner, Schauglas, Magnetventil. Hier oben drin ist noch ein Flüssigkeitsunterkühler und der Fühler von dem TFV sitzt danach, sodass das Einspritzventil quasi bis hier hinten hin einspritzt, sodass die Walze komplett bereift. Und hier eben thermostatisches Einspritzventil für R22 und 407C mit externem Druckausgleich. Dann wurde vorher war hier hinten eine Wanne dran, mit der Wasserstand reguliert wurde. Der Schwimmer war aber kaputt. Deswegen habe ich das Ganze jetzt elektrisch gelöst mit einem Magnetventil und einem Tischtennisball als Schwimmer, der den Schalter betätigt. Dann kann man auch hier über die Gewindestange die Wasserfüllhöhe verstellen. Der Antrieb von der Walze ging vorher auch über die Riemenscheibe hier, dann auch über eine zweite, die nochmal untersetzt hat und von dem Abgang von dem alten Motor, da war auch eine Riemenscheibe drauf. Das ging dann mit so einem Riemen, die quasi wie so Spanngurte waren, so Gummispanngurte. Damit wurde das angetrieben. So, und jetzt habe ich das eben so gelöst, dass das jetzt hier oben mit einem separaten Motor funktioniert. Idealerweise wird man den rumdrehen, aber den kann man leider nicht in die Drehrichtung umkehren, da die Spulen nicht rausgeführt sind. Das ist hier einfach ein großer O-Ring als Riemen. Dann, was auch noch defekt war, hier bei dem Perdinax-Zahnrad waren 3 Zähne. Die sind rausgebrochen, gefressen worden. Dann habe ich dann aus Stahl habe ich 3 neue Zähne gefeilt und die hier eingesetzt. Und das scheint bis jetzt auch ganz gut zu funktionieren. Das hat 100 Zähne und ist Modul 1,75. Also ist nicht ganz so leicht erhältlich. Dann hier drin sind 2 Wellenabdichtungen, die sind beide mit Öl gefüllt, einfach federbelastet. Ja, in der Mitte halt die Walze, wo das Kältemittel durchgeht. Und was auch noch war, die ganze Maschine war stark verkalkt und diese Wanne hier, die geht ja auch einmal unten rum, die war komplett zerfressen. Also, wo ich den Kalk weggemacht habe, waren lauter Löcher in der Wanne. Das wurde mit Epoxidharz, wurde das dann quasi wieder ausgegossen, sodass die Löcher wieder zu sind und jetzt ist es auch wieder dicht. Und jetzt können wir es ja mal einschalten. Jetzt müssen wir als erstes das Wassermagnetventil einschalten. Das pulsiert jetzt am Anfang einfach ein bisschen, bis quasi der Füllstand erreicht ist und dann macht es nur noch zwischendrin ganz kurz auf. Sieht man auch da unten drin das Wasser stehen. Jetzt schalten wir mal den Motor von der Walze ein. Und erst wenn auch der Motor für die Walze läuft, kann man den Verdichter einschalten. Jetzt dauert das Ganze einen Moment, bis der Kältekreis erstmal in Gang kommt. Und dann fängt sich hier oben an, fängt das an, dass sich Eis bildet. Da sieht man schon, dass es friert.
so in dem Zustand macht die Maschine jetzt etwa 2,5 Kilo Eis pro Stunde. Original hat sie wohl ein bisschen mehr gemacht, woran es liegt, kann ich nicht genau sagen. Aber so funktioniert auf jeden Fall wieder. Und dann ist hier noch quasi, wenn man die Maschine wieder abschaltet, tut man einfach den Schlauch hier oben aushängen und lässt quasi das Wasser aus der Walze rauslaufen. Das geht vom tiefsten Punkt in der ganzen Maschine ab und so kann man die Maschine komplett entleeren.